trinke nicht das falsche Mystery-Getränk. Ja! Fischwasser. So Leute, ich werde jetzt alle vier Sachen schlecht machen. Ey, du hast schon wieder vier schlechte Sachen genommen, Alter! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute einfach mal am Start mit dem Ehrenmann Leotin. Was geht? Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall vor uns einen Karton mit insgesamt 4 Strohhalmen, Leontin. Und zwar, Leute, ihr wisst alle, was das bedeutet, die Trinke nicht das falsche Mystery-Getränk-Challenge. Wir haben insgesamt gleich immer 4 Getränke, die der ein, also die immer zum Beispiel Leontin für mich raussucht oder ich für dich. Aber 2 Getränke davon sind richtig eklig und 2 sind richtig lecker. Das bedeutet, man muss sich vorher schon entscheiden, welchen Strohhalm nimmt man. Wenn man ein gutes Getränk erwischt, ist das schon mal ein Pluspunkt. Und wenn man dann noch errät, welches Getränk das ist, kriegt man noch einen weiteren Punkt. Wenn man aber ein schlechtes Getränk erwischt, ist das ein Minuspunkt, Leute. Oh nein. Wir gucken mal, wer heute gewinnen wird, Leute. Lasst schon mal ein fettes Like da und kostenloses Abo für diese kranke Challenge. Und ich würde sagen, Leontin, wir machen Schere, Stein, Papier. Der Verlierer muss direkt als erstes trinken. Schere, Stein, Papier. Bam. Oh nein, okay, ich muss als erstes. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal raussuchen. Also denkt dran, 2 gute und 2 schlechte Getränke. Hoffentlich irgendwie nichts übertrieben Ekliges. Ach, natürlich nicht, Lukas. Ja, ja, Leontin, das will ich jetzt hoffen. Sowas. Das erste Getränk ist schon hingestellt. Warte. Warte, ich mach's gleich mit. Kann ich gucken? Nein, noch nicht. Oh, Dose ist, glaube ich, geil. Es hat gezischt. Boah, ich kann das gar nicht zuordnen. Also jetzt, glaube ich, 2 Dosen. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich habe jetzt 4 Strohhalme zur Auswahl. Blau, grün, gelb, rot. Meinst du, ich soll rot nehmen? Grün? Gelb? Okay, blau? Okay, Leute, ich nehme Ene Mene Mu und raus bist du. Raus bist du schon lange nicht. Ja, komm, ich nehme grün. Och Mann, ey. Das ist Paulberger Limo. Pfirsich, oder? Let's go! Ey, schau mal, was hinter da war. Schau mal, was da war. Ey, jetzt will ich mal gucken, was da alles war. Oh mein Gott! Alter, ich habe ja richtig Glück gehabt. Ey, die wären richtig ehrenlos gewesen. Digga, Prime und Paulberger Limo. Ich habe direkt 2 Punkte. Ich habe das Gute erwischt und richtig erraten. So, Leontin, jetzt bist du dran. Richtig Augen zu. Nicht spicken und du musst dich auch umdrehen. Okay, Leute, ich suche jetzt die... Ey, Augen zu, Leontin. Ich sehe, dass du die Augen offen hast. Okay, Leute, schau mal in die Tasche rein. Was? Ey, du spickst. So, das nehmen wir. Ich guck jetzt. Nee, du darfst nicht gucken. Okay, Leute, als erstes platziere ich das hier. Ich guck jetzt. Nee. So, die nächste Sache. Guck mal, es zischt schon richtig schön, Leontin. Dann haben wir einmal diese Sache. Dafür muss ich das nehmen. Leontin. Ja. Ey! Ey, nein, was geht hier ab? So, ich tausche jetzt das nochmal, weil meine Freundin hat dir Tipps gegeben. Och nein, Lukas! Nein! So, und du darfst jetzt entscheiden. Ganz wichtig, du darfst nicht riechen und ey, nicht gucken, nicht gucken. Du musst dich vorher entscheiden, welches du nimmst. Gelb? Ey! So, magst du kein Kalypso oder was? Oh mein Gott, Leontin, ich glaube, du hast Tabasco erwischt. So Leute, also auf jeden Fall einmal hatte ich jetzt auf jeden Fall Glück und du auch. Ich bin böse auf dich. Wieso? Du hast Kalypso gehabt. An diesem blöden Strohhalm war noch Schärfe dran. Leute, jetzt kommt die nächste Runde. Ihr könnt jetzt wieder die Sachen hinstellen. Und ich würde sagen, ich mache die Augen zu. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Ja, okay, let's go. Lukas, dreh dich mit dem Kopf zur Wand. Hallo, ich sehe wirklich nichts. Du nimmst eh kein gutes. Denkst du? Ja, 100%. Aua. Ab jetzt. Kann ich jetzt gucken? Ja.
Warte, so, ich hab's noch richtig gedreht. Oh, Alter, ich bin fast eingeschlafen. Kann ich jetzt? Ja. Warte. Okay, also man sieht schon mal, das Grüne ist am höchsten. Hm. Ich mach's weiter runter. Ach so. Ich finde das Rote am besten. Ich weiß halt jetzt nicht, ob Leon sie lügt oder nicht, Leute. Oh, das riecht so gut. Mmh, lecker. Lecker. Ey, Bro, das ist so eine schwierige Entscheidung. Aber irgendwas sagt mir, dass ich doch Rot nehme. Was ist das? Das ist Wurstwasser, oder? Ja. Oh, ist das ekelhaft. Bah, ich habe einen richtigen Schluck genommen. Ih, Digga. Oh mein Gott. Alter. Wurstwasser und Gurkenwasser habt ihr beide genommen? Ja. Bro. Aber ich habe das sofort erkannt, Leute. Also es, man schmeckt diesen Wurstgeschmack sofort. Sag ich doch, Wurst ist das Beste. Ey. Ja, okay, Leontin. Ich würde sagen, wir räumen diese Runde weg. Machen wieder die Röhrchen sauber, ne? Und dann gibt's die nächste Runde, Leute. Let's go. Okay, Leute. Auf jeden Fall, jetzt sind die ganzen Sachen wieder aufgeräumt. Und Leontin, jetzt musst du wieder die Augen zumachen und umdrehen. Wie, musste ich eben auch. Nein. Doch. Du musstest dich nicht umdrehen. Doch, ich habe mich die ganze Zeit umgedreht. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt suchen wir die nächsten Sachen für Leontin raus. Gib mir bitte nichts Schlimmes. Doch, zwei Schlimme. Also, Leute, wir machen einmal. Dann nehmen wir noch... Was? Ist das gut oder schlecht? Ich würde sagen schlecht. Nehmen wir noch einmal das hier und einmal das. Darf ich gucken? Nee. Nein. Also, Leon, nicht cheaten und nicht riechen. So. Mister, es rabbelt in der Kiste. Ja, eine Mähne, Mister, es rabbelt in der Kiste. Eine Mähne und du bist weg. Weg. Bist du noch lange nicht? Alter. Sag mir erst, wie alt du bist. Zwei. Zwei ist keine. Ey, wie lange geht das noch? Warte, bis zum nächsten Mal. Geld nimmst du? Ey, ganz wichtig, wenn du trinkst, noch nicht wegrennen oder so. Du musst erstmal auch raten, was es ist, auch wenn es eklig ist, okay? Weil du kannst ja den Punkt da noch bekommen. Okay. Ich glaube, ich nehme grün. Okay, let's go. Ich glaube, eigentlich ist es ganz gut. Okay. Ich glaube, es ist Fischwasser. Fischwasser? Nee, 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 Sauergurke. Ist falsch, das war der Ingwer-Shot. Eigentlich ist das ein ekliges Getränk. Ist voll lecker. Wirklich? Eigentlich ist das voll scharf. So Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Runde 2 oder 3. Ich glaube Runde 2 bei mir. Und let's go. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt echt sehr gespannt, was ihr nehmen werdet, ne? Lukas, ey, du tust mir zwar so leid. Du tust mir so leid, du Armer. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Das ist so ehrenlos. So ehrenlos. Ab jetzt. Darf ich gucken. Okay. Boah. Ich will unbedingt grün haben. Grün? Wieso? Ich will unbedingt grün haben. Ist das so süß. Ist da die Paul Berger, ne? Oder Prime? Oder? Ich weiß nicht. Gönnergy? Ja! Gönnergy? Mhm. Leute, ich versuche in der Spiegelung des Röhrchens runter zu gucken. Klappt doch gar nicht. Boah, ey, ich glaube, ich nehme Rot. Ah, ah, nee, komm. Grün. Grün? Ja. Leute, ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Auf Burger, Pommes, Bruder, Ehrenbasis soll ich grün nehmen. Ja, okay, ich nehme grün. Leute, dann muss Leontin richtig liegen. Fischwasser. Ih, war das eklig. Oh mein Gott, unser Burger Bruder Ehrenbasis geschworen. Einfach war es eklig. Ja, Leute, ich verzichte auf meinen extra Punkt, Alter. Boah, ist das eklig, ich muss kurz Mundspülung nehmen. Ah, das ist so krank ekelhaft. Ih, Digga, ich krieg diesen Geschmack nicht drauf. Ey, Leontin, du bist so ehrenlos, ne? So, Leute, nächste Runde.
Ey, Leonzi, ich sag dir ehrlich, ey, du hast mir einfach, du hast mich verraten, auf Burger Pommes sogar. Dreh dich mal um und Augen zu. Ja. Hallo, ganz. Okay, und Augen zu, ne? So, Leute. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Und zwar, wir haben einmal, zwar Leute, wenn ihr wissen, was ist das genau, hier sieht man es, das erste Wort. Ist es ekelhaft oder lecker? Ist Ansichtssache. Dann haben wir einmal das hier. Dann haben wir einmal das. Leontin, umdrehen. Okay, also ich würde sagen, Leontin, du kannst dich umdrehen. Let's go. So, Lukas. Ja, Leontin, was meinst du? Hast du eine Idee? Ey, hallo, nicht. Leicht nicht schwer. Was überlegst du? Oha. Nee, doch nicht. Doch nicht? Ey, nicht so riechen hier. Hallo! Ey, du guckst da rein. Sag jetzt die Farbe. Beruhig dich, alles wird gut. Erstmal beruhigen. Ich weiß nicht, warte, dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses grüne Saft, dieses große. Ja, ist richtig. Ja! Digga, du hast einfach Essig bekommen. Digga, direkt ausgespuckt. Ey, aber Maschine, Leontin, ey. Du hast einfach richtig erraten, Alter. Zwei Punkte habe ich. GG. Ja, du hast wirklich zwei Punkte. So, Leute, ich drehe mich jetzt auf... Hopp, jetzt dreh ich um, ja, und nichts erklären. Ich dreh mich um und ja. So, Leute, ich werde jetzt alle vier Sachen schlecht machen. Darf ich? Nein. Was macht ihr denn da? Nichts. Oh, Lukas. Oh, Lukas. Hä? Ey, aber nichts, was giftig ist. Okay. Das reicht. Wir warten noch ein bisschen mehr, ich glaube. Oh Gott. Okay. Du kannst gucken. Warte, nein. Jetzt lass jetzt. Warte. Ich würde am liebsten das Grüne nehmen. Oh, ich kann kaum meine Augen offen halten. Oh. Also die beiden sind auf jeden Fall unten und die beiden sind oben. Das Ding ist, Leute, alles riecht jetzt nach Essig, weil Leontin hier Essig hingespuckt hat. Also nach Geruch kann man so oder so nicht gehen. Wieso ist das hier so schräg? Ist das richtig? Ja. Hä? Ja, okay, komm, ich nehme grün. Warte, noch nicht. Nee, dann nehme ich nicht grün. Mann. Ja. Oder war das ein Ablenkungsmanöver? Ja, okay, ich nehme grün. Was ist? Was ist es? Was ist es? Richtig salzig. Ich weiß, was das ist. Ich kenne den Geschmack. Das ist Maggi. Ja. Oder? Ja. Alter! Aber ah. Du hast immer noch einen Punkt. Ja, weil ich verraten habe. Schau mal, was ich da hier alles bin. Hä? Ihr habt vier schlechte Sachen dahin gemacht! Ey, das ist nicht fair. Ihr habt vier schlechte Sachen genommen. Hallo? Wie hätte ich denn da das Gute erwischen sollen? Ja, okay, Leontin. Nächste Runde, würde ich sagen. Nächste Runde. So, Leute. Also, das nehmen wir einmal. Okay, dann haben wir einmal das hier als nächstes, Leute. Oh! Leontin! Okay, let's go. Also Leontin, du musst dich jetzt wieder vorher entscheiden. Das von dir war zwar sehr ehrenlos eben, aber ich bin fair geblieben. 2 und 2. Für was entscheidest du dich? Ich weiß nicht. Soll ich vielleicht das Rote nehmen? Lea, also nichts zu verraten. Ich hab geblinzelt. Ich bin grün. Okay. Nee, doch nicht. Ey, hallo, nicht gucken. Ah, ey, du cheatest, hallo. Warte. Ja, ist jetzt lecker oder nicht? Dieses Zitronen. Was, Zitronen? Mann! Eistee Pfirsich war das, ne? Was? Digga. Ich hab was Gutes. Ey, aber da sieht man No-Job gar nichts, Leute. Da sieht man wirklich nichts von oben. Ja, okay, Leontin, nächste Runde. Was Gutes. Okay, Leute, ich darf jetzt wieder nicht gucken. Ey, aber nicht schon wieder vier eklige Sachen nehmen, das war echt ehrlich. Nein! Ja. Jetzt wieder vier falsche. Nicht gucken, Lukas. Okay. Nein! Jetzt
Nerv nicht und guck nicht. Ja. Jetzt brauchen wir noch ein gutes Leontin. Ich glaube, darüber wird sich Lukas richtig freuen, oder? Ja, ich glaube auch. Prime. Vielleicht. Darf ich? Ich glaub, warte, nein, noch nicht. Darüber wird sich Lukas freuen. Darüber wird sich Lukas freuen. Darüber wird sich Lukas nicht freuen. Darüber wird sich Lukas nicht freuen. Okay. Okay, jetzt darfst du. Au. Boah. Da, ich rieche ja jetzt schon Magie. Okay, boah. Ich glaube, ich nehme Burger Pommes. Warte. Burger Pommes. Burger Pommes. Ich nehme grün. Warte, noch nicht. Ey, warte, du lächelst schon so. Das kann nicht gut sein. Leute. Ich kenne Leontin. Ja, okay, Leute. Warte, nimm doch lieber ein anderes. Nee, ich bleib jetzt bei grün. Somit hat Leontin die Challenge gewonnen. Was war das? Wusstest du was da? Ja. Oh, ey, was waren jetzt die guten Sachen?